Und ich garantierte stets den Kindern unserer Mitarbeiter einen Arbeitsplatz nach deren Schulabgang. Das ist aber nicht etwas Besonderes. Das ist Egoismus. Es ist doch selbstverständlich, dass ich einem Mitarbeiter, der 20, 30 Jahre bei mir ist und jetzt ein Kind hat, das praktisch einen Arbeitsplatz sucht, dass ich sage, na, das Kind nehme ich geschleckt, weil das kann gar keine Probleme machen. Denn wenn das Kind ein Problem macht, dann ist die Mutter oder der Vater blamiert und dann guckt die ganz schnell, dass das Problem aufhört.